zwei, eins, los! Die Ingenieure vom TCS holen das Letzte aus diesen Kleinwagen. Beim Beschleunigen, beim Ausweichen und beim Bremsen. Drei Elektrokleinwagen treten zum Test an. Sie sind seit letztem Jahr neu auf dem Markt und als Stadtautos konzipiert. Äußerlich ähnlich sind sie doch erstaunlich unterschiedlich, zuallererst schon beim Preis. Der Renault Twingo kostet in der getesteten Version knapp 27.000 Franken. Der getestete Fiat 500e ist mit etwas über 33.000 Franken ein gutes Stück teurer. Und der Dacia Spring ist mit rund 21.000 Franken das aktuell günstigste E-Auto auf dem Markt. Im Januar bei frostigen Temperaturen fühlen die Experten den kleinen elektrischen erstmals auf den Zahn. Schnell ist klar, die Konzepte der drei sind grundverschieden. So gibt sich der fünftürige Renault Twingo mit Rallye-Streifen und Heckspoiler sportlich. Er hat nicht wahnsinnig viel Platz drin und er hat eine eher kleine Reichweite, die kleinste von all den dreien, die ihn ein bisschen einschränkt. Der dreitürige Fiat 500e ist betont schick. Er bringt sehr viel Lifestyle mit, ist aber auch im Preis entsprechend ein Stück höher drin als die anderen beiden. Und der fünftürige Dacia Spring glänzt mit Bescheidenheit. Er ist günstig, er ist nicht wahnsinnig sexy, hat aber alles, was er braucht. Im TCS Testlab bei Bern arbeiten die Experten eine umfangreiche Kriterienliste ab. Dazu montieren sie Mikrofone für präzise Lärmmessungen im Innenraum, checken alle Funktionen des Bordcomputers, Komfortfeatures wie Halterungen für Kindersitze oder vermessen den Kofferraum. Mit einem GPS-Modul und anderen Messgeräten berechnet der Testleiter Stromverbrauch und Reichweite. Im Kofferraum ist ein mobiles Messlabor installiert. Alle drei Autos fahren die exakt gleiche Strecke durch die Stadt, auf die Autobahn und über Land. Ganz entscheidend, die Heizung läuft konstant. Der Vorteil der TCS-Messung, der ermittelte Verbrauch und die Reichweite entsprechen eher der Realität als die Herstellerangaben, die auf Labormessungen beruhen. Zurück im Testlab zeigt sich, bei allen drei getesteten Autos ist der reale Stromverbrauch höher als die Herstellerangaben. Das senkt die Reichweite, besonders bei tiefen Temperaturen. So schrumpft die Reichweite des Renault Twingo von der Herstellerangabe gemäß dem Messstandard WLTP von 186 km auf die vom TCS gemessenen 132 km. Beim Dacia Spring von 230 km auf 167 km. Und beim Fiat 500e gar von 331 km auf 203 km. Allerdings war der Fiat bei den deutlich tiefsten Temperaturen unterwegs. Dennoch seien die real gemessenen Reichweiten immer noch ausreichend und alltagstauglich, sagt der Experte. Die drei Autos sind deutlich unterdurchschnittlich, was die Reichweite angeht. Sie sind auch unterdurchschnittlich, was den Verbrauch angeht. Sie sind auch unterdurchschnittlich, was die Grösse angeht. Und das ist durchaus angepasst auf den Einsatz, den sie gemacht sind dafür, nämlich Regionalverkehr. Hin und zurück, überall dort, wo man nicht so viel Platz hat und auch nicht so viel Platz braucht. Ebenfalls zentral für den täglichen Gebrauch die Möglichkeiten fürs Laden. Der Cinquecento und der Dacia können beides, AC und DC. DC, das heißt Gleichstrom, ist für Schnellladestationen entlang von Autobahnen üblich. Das macht die beiden für gelegentliche längere Fahrten tauglich. Das kann der Renault Twingo nicht. Er kann nur AC laden und muss darum an eine andere Ladestation für Wechselstrom. Das macht ihn für lange Autobahnstrecken eher ungeeignet. Doch dafür sei er auch gar nicht gemacht worden, sagt der Experte. Das ist auf jeden Fall typisch für einen Kleinwagen, wo man kurze Strecken macht damit, dass es eben gar nicht unbedingt dafür gedacht ist, um grosse Strecken mit Schnellladung auf den Autobahnraststätten machen, sondern mehr unterwegs ist, wo man im Einkaufszentrum an der Wallbox aufladen kann, daheim an der Wallbox. So. Vorbereitung für den Bremstest. Die unterschiedlichen Fahrergewichte werden mit Bleisäcken ausgeglichen.
Die Vollbremsung aus 80 Stundenkilometern zeigt, insgesamt haben alle drei Autos befriedigende bis sehr gute Bremsleistungen. Den kürzesten Bremsweg hatte der Renault. Sein Bremsweg 22,7 Meter. Das TCS-Prädikat sehr gut. Der Dacia steht bei 23,5 Metern. Das ist laut TCS gut. Der Fiat ist der schwerste im Test. Wo der Renault schon steht, ist er noch 27 Stundenkilometer schnell. Und steht bei 25,5 Metern. Das reicht für ein befriedigend. Zuletzt mussten die drei Autos einem virtuellen Hindernis ausweichen. Bei 50 Stundenkilometern kamen alle drei Kleinwagen ohne größere Probleme durch. Die zweite Runde mit 60 Stundenkilometern. Hier schlugen sich der Twingo und der Cinquecento noch ordentlich. Nur der Dacia Spring kam deutlich an seine Grenzen und ließ sich nur noch mit Mühe auf Kurs halten. So schnitten die drei Elektrokleinwagen gesamthaft ab. Der Dacia Spring bekommt 54 von 100 möglichen Punkten. Seine Stärken sind der geräumige Kofferraum und sein tiefer Verbrauch. Die Schwächen, mäßige Fahreigenschaften und störende Fahrgeräusche im Innern. Der Renault erreicht 62 von 100 Punkten. Er glänzt mit guter Straßenlage und einem kleinen Wendekreis. Dafür hat er eine kleine Reichweite und kann nur mit Wechselstrom aufgeladen werden. Und der Fiat 500e erreicht 65 von 100 Punkten. Stark sind bei ihm die Motorleistungen und die große Reichweite. Eher schwach dafür der kleine Kofferraum und der vergleichsweise lange Bremsweg. Die wichtigste Erkenntnis aus dem Elektro-Kleinwagentest: einen überragenden Sieger in allen Kategorien gibt es nicht. Je nach Anspruch und Vorliebe kommt ein anderes Modell in Frage. Ja, welches Modell für euch könnte in Frage kommen, da findet ihr alle Details bei unserem detaillierten Elektroauto-Test. Wenn ihr auf den QR-Code geht, dann landet ihr direkt auf unserer Internetseite, wo wir die Testergebnisse detailliert aufgelistet haben. Wenn ihr lieber die Adresse eingeben wollt, dann wäre die srf.ch/Kassensturz. Was sind eure Erfahrungen mit kleinen Elektroautos? Deponiert euren Kommentar hier unten in die Spalte und abonniert den Kanal.